Driving Dreams. The Podcast. An der jüngsten Episode von unserem Driving Dreams Podcast haben wir auch einen der jüngsten Präsidenten von einer Sportsföderation hier aus dem Land invitiert. Der Sami Picker, Präsident von der Lützebäuer Basketsföderation. Als aktiver Spieler hat er unter anderem bei den Muselparks gespielt, er in 2009 einen Profikontrakt an Deutschland unterschrieben hat, als seine Spielerkarriere zu Stesel um Höhepunkt aufgeschlossen hat. Wie ein Challenge direkt am Anfang von seiner Karriere als Präsident auf den Sami Picker durchkommen, aber ein immense Milestone das Jahr erreicht dürfen, das heute nur an unserem Podcast. Ich freue mich, merci, dass du Zeit geholt hast, für den Podcast heute zu machen. Dieser Platz freut mich. Mich sind immer noch ein Kehr, so, ob mein Gast schon einen Podcast gemacht hat. Ich war aber schon zweimal live dabei, wenn du den gemacht hast. Natürlich, die Frau fällt fort. Heute bist du als Rolle von Präsident von der Basketföderation heute. Richtig. Ich dachte, du hast auch von der Cook, das ist so ein Platz, den du wahrscheinlich viel siehst. Ne? Ja, ich sehe nicht das öfter, ne? Durch den Basket. Ja, du bist auch das direkte Weh rausfand, da das immer schon gut sehen, als es den Bach ging. Ja, du bist nur Präsident von der Föderation. Das ist etwas fest, aber sicherlich nicht von Anfang an gedacht, wie es danach gespielt ist. Nein, wo ich noch gespielt habe, habe ich mich am Anfang immer zu einem Thema auseinandergesetzt. Weil ich da, nachdem ich eh nicht mehr aktiv gespielt habe, dass ein Drang ever für, oder rumkommen für mich, mehr im Basket auseinanderzusetzen. Auch eben den Wunsch kommen, für mich mehr anzubringen, für meine Basket-Sachen zu bewegen. Wusstest du, Basket war für dich etwas für kleine Mund, oder? Ja, schon von Anfang an Basket gespielt. Ich habe am Anfang schon ein paar andere Sachen gelernt, ausprobiert, aber den Basket sind ich am Anfang von Anfang an treu geblieben. Das ist immer das, was die Fehler man hat ja im Podcast schon viele Sportler, die wirklich stark so in heute schon mit der Leidenschaft angefangen und noch viel ausprobiert, mit nur aber schlussendlich zurück auf den. Außer also Christine Margerus, das hat am Anfang noch eine Sache gemacht, dass den Willow entdeckt hat. Okay. Aber ja, ich muss so schon noch eine kleine Vergangenheit mit dem Basket. Ich hatte mit 3 Jahren, ich war 12 Jahre above, das heißt, da war es ganz klar, dass ich in den Barbie-Basket ging. Ja. Das hat aber just 3 Trainings gedauert, weil ich ein bisschen Pampers hatte. Und den Deal konnte ich mit meiner Mom nicht vereinbaren. Und da war das schon von meiner Basket-Karriere. Aber immer gerne geguckt. Und ich meine, schlussendlich, wenn ich mal meinen Gräser gucke, dann wäre das doch nicht ideal gewesen. Ja, es gibt auch Basketspieler, die nicht riesig groß sind. Das wäre nur kein allzu großes Hindernis gewesen mehr. Ich am großen Ganzen sind sie ein bisschen wie groß gewesen, vielleicht also wie ein Durchschnitt. Wie ist das dann, wenn ein so kleiner Basketspieler, was muss der für tun? Also wahrscheinlich sehr sind und dann. Aber wenn ihn mir kleiner ist wie die anderen, ist besser, wenn ich mich sehr ist wie sie. Und dafür hängt immer ein bisschen davon auf, wie groß das sind. Gehen du so Tricker als Basketspieler, weißt du zum Beispiel mit deinem mit kleinen oder mit größeren, dass du einen Unterschied weißt, wie es okay ist oder. Ich denke, im Großen und Ganzen viele Unterschiede, wie ihn dann noch trainiert, dann werden ihn da probiert, als seine Stärken zu machen, eben auf Funktion für seinen Körperbau oder seinen Körpergröße. Dann probiert ihn sich dann, je nachdem, darüber zu trainieren. Und dann, das Zugreifen von so einem Spieler ist natürlich sicher oft als Gegenspieler am liebsten der raus, wo ihn einen Avantage darüber hat. Und dafür hängt das immer von Spieler zu Spieler auf. Ja. Wie lange hast du hier, dass du die letzte Kehr so richtig Match gespielt hast, so offiziell? Die letzten offiziellen Match aus Lo ganz ein bisschen mehr wie 5 Jahre hier, wo ich den gespielt habe. Ich hatte knapp für meinen 30. Geburtstag und ich abgehalten mit Spielen. Und kurz vor drauf waren, eben ein paar Wochen vor drauf waren, waren eben die letzten Finale, wo ich gespielt habe. Und vor kurzem sind ich 35 gewesen, natürlich dafür ziemlich genau 5 Jahre. Das ist ziemlich jung für einen Präsidenten von einer Föderation, ne? Oder ist das? Also ich gucke zum Beispiel den Football, den Herr Philipp, ist da wahrscheinlich 10 Jahre bis im Jahr. Oder ist das untypisch? Ja, wenn ich meine Konferenzen gucke, sind schon mit den Jüngsten, wenn nicht die Jüngsten. Und ich meine, dass ihnen so eine Rolle anweist. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr gegangen, wie am Anfang Google hat. Dass vielleicht gibt es so viel Responsabilität überholen. Aber möchte man aber kein, den Alter möchte man da kein so ein großes Angst. Weil vielleicht ist das der Moment, wo ich überholt habe, wo Matzen an der Corona-Pandemie, ich weiß auch nicht, ob da einen großen Unterschied gemacht hat, ob ich, oder wenn ich gemacht hätte, 15 Jahre im Jahr gewesen wäre. Weil ich meine, auch den hat noch keine so eine Situation mitgemacht, auf jeden Fall wäre das Neuland gewesen. Du bist direkt an Kaltwasser gehalten, dann den Moment. Ganz kalt.
Hast du Zweifel dabei? Aber auch, oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich meine, das ist doch ein Gremium, wahrscheinlich die da desideieren oder du positionierst. Wie funktioniert das genau? Ich war eher am Conseil, also normaler Member vom Conseil, und wo den demolischen Präsidenten desideiert wird, für sein Mandat nicht mehr zu verlängern. War ich eben daran interessiert und es waren auch nicht ganz viele andere da, die daran interessiert waren. Natürlich, da war auch nicht den allergrößten Konkurrenzkampf für den Posten zu kriegen. Zumal es auch vielleicht, weil die zu einem Zeitpunkt war, den relativ schwierig war. Ja, klar. Das ist schön, aber ich meine, du bist direkt doch an andere Sachen und kalt Wasser gehört gehen. Also, das Saison war der Tür im Ring gewollt. Das war ein bisschen, also, so Leute nennen das skandalisch, so einfach, das ist ein menschlicher Fehler, den überall mal ein passieren kann. Wie reagiert denn du als Präsident? Weil ich meine, du denkst also, uiuiui, was wahrscheinlich auch nicht Rose mehr einfach schießt, feiert den am Ende da. Ja, das war ein Schockmoment für ganz viele Leute, nicht nur für die konzernierte Equipe, mehr auch für uns. Zumal, weil an der Funktion, wo schon noch mit anderen Kollegen aus dem Konzern haben wir ganz Jahr über mit viel Auseinandersetzungen zu dienen, Zwischenclip, wo man muss helfen, oder Auseinandersetzungen zwischen dem Clip und uns. Und da soll am Anfang die großen Events, wie die Finale, die Ländermatcher, das ist ein bisschen ein Highlight auch soll für uns sein, wo man ein bisschen Moral immer rum soll rumtreiben für das alles, was sonst vielleicht ein bisschen schwer ist, gerieren, als ich was hier und tun. Also du auch noch gerade dem Moment zu dem größten Rücksetzer kommen, wo wir das Saison hatten. Und wie gesagt, das war durch einen menschlichen Fehler geschieht. Und da muss ich Regeln ans Spiel kommen, die ich selber auch bis dahin noch nicht kannte, mit die offensichtlich ja ging. Weil zum Glück sind sie da, wir können dann zurückgreifen, ne? Ja, das ist, wie man alle Regeln, den einen interpretiert so, den anderen so. Jeder hat sein valables Argument dafür, was an die eine oder andere Richtung sollte desideriert gehen. Etwa eine sportliche Zeit, eine ganz sportliche Zeit. Das sind so Sachen, wenn du so an 6 Jahren drüber nur denkst und du siehst, ah, dem muss ich noch hin, da lachst du noch ein bisschen drüber oder du siehst, tu mal, weil ich irgendwie noch gut gehandelt kriege. Ich meine, den Moment bist du wirklich aber dann erfeiert. Ja, der Moment war wirklich, was man auch direkt am Anfang nicht wirklich als ein Hände rot, weil man noch keine solche Situation hat und noch die Leute, auf denen man da zurückgegriffen und auch von der Fieber, die gesagt haben, dass sie so viel unglücklich Zustände bei ihnen kommen, dass sie Menschen schwer zu tranchieren. Wir haben eben auch Hirn wie gefragt. Und den auch nicht ganz klar war, sie wollten sich auch nicht unbedingt da positionieren, weil eben der Präzedenzfall auch schafft. Ja. Sie haben uns eben noch da nur gefragt, für alle Rapporte von den Judgmenten zu kriegen, für zu gucken, ob sie auch nicht vielleicht müssten und ihren Regeln ein bisschen feilen, weil sie aber nicht so klar sind wie sie, doch vielleicht von Google durchtun. Da war das kleine Glitzebüsch dann auch mal ein Kadu, eine große Nummer. Ja, ich gehe vielleicht auch durch andere Sachen abfallen, wie durch so Sachen. Das macht er ja auch schon, falls, ich meine, wenn wir mal gucken, die neue Zusammenarbeit, die da zum Beispiel mit Loge, also mit Audi macht, die ist ganz rezent. Wie kommt das stand und wie ist das überhaupt losgegangen? Aber das hat sich bis seit Anfang der Saison mit dem Kontakt angefangen über einen Employee von uns, den eben eine Bekanntschaft beim Group Losch hat. Und das hat nur noch rauskristallisiert, dass es vielleicht interessiert wäre, für unseren Partner zu gehen. Auf diesem Niveau, das heißt eben um Sponsoring an, für uns mit unseren Partner zu gehen, weil das Leasingsauto nur geht, wenn wir eine gewisse Größe des Staff haben, wo man dann über das Kontrakt-Packaging oder das Salaries-Packaging ein Auto mit dran wieder im Sport relativ häufig ist. Und du hast über ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo du mit ihnen geguckt, wie man das zusammen basteln und das hat ganz gut geklappt. Ich meine, das auch froh, dass manchmal die Leute mit denen immer viel zu tun hatten, war noch eine relativ jung und dynamische Equipe, die ich dann auch mal qualifizieren, sowohl am Conseil wie auch die Leute, die fest durchgestellt sind bei uns, dafür hat von Anfang an direkt gut gepasst. Wie hast du die überhaupt, du schaust so vom Conseil fast durchgestellt, wie hast du das als Präsident für den du noch einen anderen Job nebenbei, also kann ich den Hund oder kann ich sich darüber fokussieren, wie lief das so ein bisschen an dem Rolle? Also, mein Präsidentenrolle ist zu 100% benevolat. Das ist schon eine normale Arbeit, wie alle anderen noch. Ohne irgendwelche Chargen. Da geht es
was alles meine Freizeit, die nicht so einen Drop gibt, die ich gerne do, benutze, für mich für den Basket anzusetzen. Also so mal, wenn ihr so eine Rolle hört, dann das ist es wirklich nicht von Zeit Drop gehen, mir das schon wirklich dann passieren, die du wahrscheinlich... Ich meine, wenn keine Passion wäre, dann gebe ich den Zeitaufwand nicht abbringen, für wirklich dann mit Stunden oder auf spät noch alles abzuschaffen, weil ich natürlich nicht kann, während der normalen Arbeit machen oder ob Zeit mit der Familie verzichten, für sich um den Basket zu kümmern, wenn keine Passion wäre, dann gebe ich nicht. Wenn so Posten in Dünnhölle. Wie gesagt, du beim Novo sagst, bei der sind die schon irgendwie Basketaffin oder? Weil ich schon ein Mädchen von Feier, der das nach am Barbie-Turnen und das, was da schon 7 ist, das aventuriert sich schon ein bisschen am Basket. Ah ja, okay. Sein Herz schlägt am Ende aber manchmal mehr für Turnen. Ich mache ihm auch keinen Druck, dass ich mich an den Basket gehe, dass ihm ganz über los an. Und sie muss auch seiner Mama, weil seine Mama steht zu 99%, vielleicht sogar 100%, die dann hier feiert, von Training zu Training. Natürlich steht da ein bisschen mehr Matchbruch recht wie ich. Okay, na, natürlich. Es geht dann erstens mal geguckt, wie die Planning funktioniert, und dann zweitens auch, was los. Also ich meine, das ist auch klar. Mehr das, wie es die Fiddle gesagt hat, soll ich noch ein bisschen ausprobieren. Ich meine, dass man Basket nicht leid auf der Hand, aber das muss ja nicht am Stehen gemäßelt sein. Also, ja. Ich meine, das ist auch wahrscheinlich der Kanzleidienst, den in einer Junge gibt, soll kann er einfach zwingen, für Sachen zu probieren. Kann er sollen ausprobieren, was sie wollen, auch mit Mädchen gerne Turnen. Ich meine, das Turnen ist noch eine ganz gute Basis, das für alle Sport, den ich vielleicht nur möchte, vielleicht bleibt beim Turnen. Es gibt bei die zwei, gibt bei allem noch Stütze, was sie wollen machen, ob das Basket ist oder irgendein anderer Sport, lieber los mir hin in das. Du hast den Karriere wenig genau gefangen, dann wie wirst du dazu kommen? Es ist immer schwer, also so wird ein Karriere aus den angefangen. Ich habe manchmal mit 5 so durch immer und angefangen mit Basket zu spielen, wo ich noch zu Remisch gewohnt bin. Da war aber schon ein Mädchenschuss-Club, das war noch weit lang vor der Fusion. Natürlich am Anfang konnte ich auch mit den Mädchen zusammen gespielt. Aber auch ein interessanter Start, aber. Ja, das anders. Das geht jetzt heutzutage ja nicht mehr so, dass es ein Club gibt, wo entweder just Junge oder just Mädchen spielen. Das war damals noch so, dass zu Remisch just Mädchen gespielt haben, dann zu Stabreden müssen dann die Jungen. Und dann sind wir mit drauf, wo mir konkret ging, dass ich wirklich spät Basket spiele. Und so, meine Mama dann noch, dann können wir auch ganz gerne noch mal bis auf Stabreden müssen, für das den Basket ganz nur gehen. Und dann irgendwann ist ja auch die bekanntlich die Fusion kommt zwischen den 2 respektive 3 Clip auf der Musel. Was ist das für dich so ein Highlight aus deiner Karriere, wie du siehst? Oder du warst nur nicht Karriere, sondern mehr einfach aus deiner Basketzeit? Ich meine, was mir all gesehen, du kannst ihn doch schon mal eine Karriere nennen. Ich meine, flott, ganz flotte Erinnerungen sind natürlich die, wo ich noch die Titel gewonnen habe mit Stesel. Ich meine, das war mich ein Highlight, war eben, dass ich konnte einen Profiskontrakt zu Trainern schreiben und 3 Jahre dort zu sehen. Ich meine, das war mehr als Spieler, mehr hauptsächlich als Mensch am meisten berichtet. Das war die ganze Erfahrung, die ich da gesammelt habe, dass ich von hier aus dem Train heute letzte Woche rausgekommen bin, wo ich einfach dazu angefangen habe, Lieder zu geben. Ich war da bei einem, schon damals auf einem kleinen Niveau gekommen, wo ich auch vielleicht ein bisschen zu viel gelöst habe für das, was ich am Anfang gemacht habe. Hört oder umgehabt wird im Terror. Wie du eigentlich mal 2 Phasen auf den Boden zu kommen, wenn ich mit Kaliber oder mit Kaliber muss, die gut stecken, Niveau über deinem selber sind. Wie du eigentlich das mal zu machen und darum eigentlich zu lehren oder dann durchzukämpfen und dann am letzten Jahr eigentlich, weil der Club nicht rekrutiert wird, um gar nicht mehr konsideriert zu gehen. Ich meine, die Hechten und Dave, die dort den Charakter formen, das hat man für mich persönlich und zum Beispiel für meine berufliche Karriere am meisten geprägt und dass man der am meisten geholfen hat für alles, was du noch kommst. Wie ist es für dich, die Erfahrungen von denen du schwarz, hältst du die mal als Präsident? Siehst du so, hey, wir müssen hier vielleicht ein bisschen mehr etwas probieren oder in die heutige Richtung? Hast du das, was du mal hältst? War das, was weil ich wollte gerne auf Platz setzen, wo wir auch viel drauf schaffen, mit Tessie Hettiger, mit Ken Diederich, wo wir Kontakte mit Clip oder mit Akademien im Ausland knappen, für das wenn Spieler da sind, die gewillt sind, den Weg zu gehen, dass sie auch die Möglichkeiten haben. Weil zum Beispiel nicht immer einfach ist, für die Studien und den Sport zu kombinieren, weil wir aber
manchmal ist es für mich wichtig, dass ich nur noch von der Motivation hat, die zwei möchte, die Studien an den Basketball. Es ist aber ganz, ganz schwer, eine Basketballkarriere zu starten, von der ich kann leben und noch nicht mehr in den Oberen schaffen zu gehen. Das ist also das, wo ich ganz gerne helfen, wo wir alle probieren zu helfen, wenn ich will, den nächsten Schritt machen oder probieren, die Erfahrung zu sammeln, wie ich dann noch vielleicht gesammelt habe, für dort nötigen Support zu gehen und können da eine treibende Kraft dahinter zu sehen, für die Träume zu erfüllen. Wie hast du so eine längere Position oder auch schon als Spieler? Habt ihr für drin lernen, den auch so die richtigen Starren aus der Basketball kennen? Was willst du schon dir für keine lehren? Oder? Richtig starre Lehrer, den Heinz Dom mal en passant kennen. Und der Lernermatcher hat ihn halt mal gegen verschiedene gespielt. Aber sonst können die nur nicht mit diesen falschen NBA-Spielern oder was weiß ich, auch Kontakt vielleicht lo. Rezent hatte ich dann relativ viel mit dem neuen FIBA-Präsidenten zu sehen, dass er aber in Europa ein Legende ist. Das ist relativ flott. Und so auch, dass man den wo gewählt hat, Herr Gabarossa, dass man mit dem einen guten Kontakt hat. Das sind Leute, die ich so auf der Tele just geguckt habe, die bereit sind, da zusammen etwas zu schaffen, um dem kleinen Lützeburg auch zu helfen. Und mal rassuriert, dass man nicht vergisst in Zukunft. Das ist schon eine flotte Sache. Also ich wünsche dir auf alle Fall eine gute Chance und ich bin mir sicher, dass da noch etwas gibt. Kommen wir auf den Auto zurück, an dem wir heute gerade fahren, der Q8 e-tron. Was hast du so gefahren? Ich habe kurz elektrisch, bin ich selber ein Hybrid-Auto. Das ist für ein paar Kilometer den Tag komme ich auch an den Genuss von Elektro fahren und gefällt mir ganz gut. Okay, hast du ein bisschen mehr futuristisches Auto, weil zum Mut, wenn es zu spiegeln, eine schöne nämlich Zentrum gestern oben, da ist gelernt. Und ich habe mich nicht so in die Spiegel gewinnt. Wie sagst du das? Ja, die Spiegel sind speziell, weil sie ein gutes Stück mit Dave sind, wie also den Ekro. Das ist kein Spiegel, das ist ein Ekro bei der Kamera. Den ist ein Stück mit Dave, wie das, was Schuss gewinnt sind. Natürlich habe ich schon relativ oft während der Fuhren über den Spiegel geguckt und mich gewundert, dass du nicht hast. Ja, also etwas aus dem Abgefallen, weil ich nicht kann machen, das Fenster aufmachen und den Namen raus. Dann ist die Kamera nämlich, ist die nämlich blockiert. Aber generell, ich fand das ein witziges Feature. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mal auf meinem neuen Auto kaufen, weil das wirklich gewöhnungsbedürftig par contre, weil, also, nur beim Fuhren fand ich wirklich ganz relax, mir beim Parken war ich am Anfang so, wo guckst du, was misst du? Und mir dürfte zum Glück die Autokamera, die von oben am Satellit guckt. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht genau, was ich davon erhalten soll. Boah, ich denke, dass ich bei den meisten Sachen bestimmt drauf gewinnt. Ja. Und eher das ganz losiert, gebe ich mir Mengen, dass genug getestet wird. Mehr das gewöhnungsbedürftig. Ich meine nur, dass der Beifahrerspiegel ist mehr einfach zu gucken, wie den auf der Fuhrerseite muss, weil meine Hand immer auf derselben Stelle ist als für den Eco. Wenn du das, ich meine, dass ich nicht gewinnt. Das ist auch ein persönlich, weil bei mir ist es irgendwie, ich fand in den dritten Nacht wieder locker. Das, wie du siehst, das ist wahrscheinlich echt ein gewöhnliches Sache und da geht das. Aber auf jeden Fall den Audi Quart auch verbunden. Ich fand das wirklich flott, auch die ganzen Details, eine komplette Überlegung, wenig knappischer. Ja. Auch am Anfang, wie wenn du dich bis dahin gewinnt hast, fand ich ganz futuristisch, aber auch ganz schön. Voll elektrisch, voll Fuhrspaß. Audi e-tron ist eine absolute Success-Story und dafür war es eine logische Decision, auch den Q8 an das Familie mit abzuholen. Der Q8 e-tron ist dank der Leif zum Detail bonnen, sowie Bausen mit seinen Detailern schön anzugucken. Bis zu 582 km Autonomie bringen ihr komfortabel auf die nächste Destination. Wir machen unseren Trick bei der Sami Pika und den Andrea an den Auto und schwätzen ein bisschen über die Züge, die die Basketball-Föderation dieses Jahr hat. Er hat auch relativ viel Zugsehen in das Jahr, die leider nicht so viel Aufmerksamkeit kruten, wie das nicht so gut gelaufen ist, eben bei der Coupe-Halle-Finale. Wir hatten super Resultate bei den Spielern von den kleinen Ländern. Wir haben auch dort einen 3x3 dabei gehabt. Die ersten Monate am Ganzen, wenn man die vier Kompetitionen guckt, wo wir im Basket vertreten waren, haben wir zweimal Gold, zweimal Silber geholt. Wir hatten noch eine andere Sachen, die ganz gut gegangen sind das Jahr. Wir haben als Lizenzen 15-20% ausgebaut. Wir hatten immens viele regionale Campen organisiert oder auch nationale Campen für die Kanner, die Alkeiers komplett ausgebucht waren. Wir haben wirklich viele Sachen gemacht, wo gut sind, mir die Leute ein bisschen an der Schild geworden sind durch Sachen, die Männer gut geworden sind.
Du schwarz von den Lizenzen, die Maycom sind, wird durch was das dir verdingst, meinst du, dass den Basket Lorem so viel Auftrieb kriegt? Wir hatten während der Pandemie gedacht, dass wir viele Lizenzen verlieren. Da haben wir verschiedene Initiativen gestartet. Zum Beispiel, dass wir mit Schulklassen oder Schulen im Großen und Ganzen mit Basketball ausrüsten. Natürlich haben wir ein Projekt lanciert, wo wir 7000 Bälle und Schulklassen verteilen, wo wir dann noch mit unseren Trainer uns deplacieren, für Basketkuren oder Basketstunden heranzugehen an die Schulen. Und ich hoffe, dass das beigetragen ist. Wir haben es, wo wir gedacht, dass wir noch Lizenzen geben, oder dass man viele Lizenzen verlieren, weil ich das Gegenteil, dass die Leute sich mehr für den Sport interessiert und mit Leuten manchmal, aber leider nicht mehr kann, weil am Niveau von Benevolat, da haben wir die, wie ein Allspruch, da haben wir Rückgang bei der, beim Interesse. D'accord. Wie gesagt, durch Jana Klang sympathische Aktionen kann ich hoffen, dass das dann noch so weitergeht. Die Lizenzen, die du kriegst, sind das dann hauptsächlich Junker, also Kanner, oder sind das aber schon mehr Wissner? Das sind hauptsächlich Kanner. Da muss man auch gucken, wie man in Zukunft da weiterführen kann, für was mehr Lizenzen beikommen, was die nächsten D4 auf Eisern, auf Clip durchkommen. Natürlich für genug Trainer zu haben, die Kanner können auch kadrieren. Da schafft der Sportsminister auch noch der den habe ich natürlich tun, für die Solutionen zu helfen, zu finden. Aber das ist nicht einfach, Trainer zu finden. Viele Clip oder Dörfer stoßen die Limite mit den Kapazitäten von ihren Hallen. Die ist also auch noch ein bisschen Arbeitsstörung, um zu gucken, mit anderen Instanzen, für zu gucken, wie wir können die Hallen, die wir am Land tun, optimal ersetzen. Für das all die Kanner, die wollen Sport machen, dass die auch ein Hall haben, wo kein Training aufgehalten wird. Das war sowieso noch so eine Frage, die ich schon hatte. Du bist ja der Präsident, aber so Trainer ist das auch etwas, wo ein den Plan steht, oder? Nein, ich meine, den Zeitaufwand kann ich nicht auch noch abbringen. Ich meine, wenn ich abhalten als Präsident, darum ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung wäre, wäre Trainer also nicht mein erstes Schwach. Wenn ich die Zeit dann noch mehr hat, gebe ich dann aber lieber selber ein bisschen Sport machen und nicht darum aufhängen mit Basket spielen, mehr wie du Trainer zu sein und dann andere beim Trainieren nur zu gucken. Ich meine, Trainer ist dann echt für mich, der lieber Lust nicht andere. Mir dann ist aber einfach relativ frei, aber abgehalten. Oder ist das aber so ein Alter, die 30, wo Basketspieler so in Logik die Tür? Weil es schon so gefehlt, in Dirk Nowitzki wäre gefehlte 50 Schirm aufs Basketspieler gewesen. Also es gibt da eine ganze Reihe, die mir lang gepackt und wie ich. Bei mir hat das verschiedene Gründe. Ich war schon ein Fehler, vielleicht, dass ich zwei Wochen vor meinem 30. Geburtstag gesucht habe, einen Job gehalten. Ich war mit just 29 schon einen Job gehalten. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen gewartet, wäre das ein 3-4 gewesen. Ich hatte die Decision getroffen, mich mehr auf meine berufliche Karriere zu konzentrieren. Natürlich für noch weiter an die Schule zu gehen oder für neben dem Uni-Studium, wo ich dann eben schon hart für noch etwas dabei zu machen, für mich da beruflich auch nicht zu positionieren, was ganz größten Zeitaufwand war, das war nicht kompatibel noch mit einer aktiven Karriere auf dem Niveau, wo ich eben wollte spielen und da habe ich den Schritt gemacht, für schon vielleicht ein bisschen echt abzuhalten, wie vielleicht hätte müsste sein, wäre bestimmt nach der einen oder anderen Saison dran gewischt, weil mein berufliches Ziel, das immer da mehr wichtig war. Ich habe ganz viele Jahre Basket gespielt und ich meine noch genug erreicht, dass ich konnte so mit Ball 30, dass es das für mich war. Es war immer schwer, einen Punkt zu finden, wo ich dann einen schönen Moment für abzuhalten und wo man dann einen Double wiederholt hat. Und ich gedacht, das wäre schön, um da abzuhalten. Und, so eine Mopal, wenn du am besten hast. Ja. Voilà, dann ist das gemacht. Wenn man das nehmen Jorolo, ich sage vielmals merci für die Zeit. Dankeschön. Und ganz viel Erfolg noch mit der Präsidentschaft, mit der Föderation sowieso. Und ja, da sind noch viele Lizenzen gekriegt. Merci vielmals. Das war den Driving Dreams mit Sammy Picker und dem Audi Q8 e-tron. Schau doch nächstes Jahr immer an, wenn es heißt Driving Dreams. Für 75 Jahre los und mir hast du etwas Spezielles ausgedurcht. Driving Dreams. The Podcast.